den Kreis gar nicht erst anspielen kann, oder? Ja, ich sag mal, wenn die Kommunikation verbal nicht funktioniert, weil eben halt die Halle wirklich laut ist, dann muss man eben halt andere Mittel zu nutzen machen, und das hat Henrik in dem Moment getan. Weil er ja direkt gegen einen verteidigt, dann muss natürlich der andere auch mit dazukommen. Oh. Und jetzt böser Treffer bei diesem Hüftwurf bei Lars Klütermann. Das tat sehr weh. Sorgt für das ein oder andere schmunzelnde Gesicht hier neben uns, aber es ist natürlich sehr schmerzhaft. Na, ich denke, dass es jetzt gleich Zeitspiel geben wird. Weil ihnen fällt nichts ein, wenig Druck auf die Abwehr. Die haben jetzt im zweiten Kreis aufgelöst. Jetzt spielt man drei im Rückraum. Also das ist wenig Idee mit dabei. Und ich denke, da wird gleich der Arm hochkommen. Und wenn der Trainer jetzt nicht gleich hier aufhört zu diskutieren, dann wird es auch noch eine Strafe für ihn geben. Weil er ist raufgerufen worden, um seinen angeschlagenen Spieler zu unterstützen und nicht eben halt mit den Schiedsrichtern zu diskutieren. Und der Block von Christian Klatt. Und das ist Nullwinkel, und der Ball geht natürlich nicht rein von Benjamin Kalin. Aber wie kann ein Spieler in der Oberliga aus dem Winkel werfen wollen? Seine Mitspieler haben ihm keine andere Möglichkeit gelassen, und ich sage ja, das passive Spiel hat gedroht. Und irgendwann nimmt sich auch so ein Spieler Sonnenwurf, weil er denkt, er kann die Mannschaft damit weiterbringen. Es gab kurze Irritation. Der Torschiedsrichter zeigte Ballbesitz Güstrow. Der Hauptschiedsrichter hier an der Mittellinie zeigte an, es wurde geschubst und deshalb Freiwurf für Banskulets. Ja, nee, das kann der Torschiedsrichter nicht sehen, wenn hier ein Schlag zum Gesicht kommt oder eine Aktion zum Gesicht kommt. Das war von leider knapp über den Kopf rüber. Das sieht ein Torwart gar nicht so gerne. Aber dann unter die Latte, der Ball war nicht drin, und es gibt Freiwurf für Banskulets, entschieden vom Torschiedsrichter. So, Güstrow jetzt wieder komplett, indessen Lars Klütermann in den Wurf zu nehmen, und es gibt erneut Freiwurf. Das ist ja unglücklich, weil A kommt es zum Tor für Bansko und B sind es im Arm, also da kann man auch schon mal 7 Meter für geben. Ja, Güstrow jetzt sehr offensiv, sehe ich das richtig mit 2 Offensiven jetzt? Ja, na, das ist ja das, was wir vorhin angesprochen haben. Jetzt versucht man 4 gegen 4 zu spielen, offensiv gegen die anderen beiden Halben zu decken. Jetzt ist wichtig, dass man in der Bewegung arbeitet. Stürmer faul, falsche Sperre, zurückgepfiffen, weil der Freiwurf an einer falschen Stelle ausgeführt wurde. Das ist konsequent, das ist auch gut so. Ja, aber das sah nicht nach einer gezielten 4-2-Deckung aus, sondern direkt viel, viel offensiver gedeckt von Güstrow. Das hat da die erste Früchte getragen, und jetzt gibt es die Auszeit. Genommen durch den Güstrow AV. Ja, man könnte denken, ein bisschen zu spät, oder? Das wird, werden wir in knapp 37 Minuten wissen, ob das zu spät war. Zu früh nehmen ist jetzt, also in der jetzigen Phase des Spiels, hat er vielleicht abgewartet, will seiner Mannschaft auch das Vertrauen geben, ein bisschen in Stabilität auch. Entweder er nimmt sie ganz früh, als es 4-1, 5-1 stand, oder er nimmt sie halt jetzt in der Phase, weil ich denke, die Abwehr funktioniert momentan. Er gibt aber Birger natürlich auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Dass, wenn sie weiterhin offensiv decken, dass Birger seine Leute darauf einstellt, was sie machen müssen, beweglicher sein müssen, viel ohne Ball spielen und natürlich auch nochmal in der Abwehr sich zu formatieren. Ich meine, 5 Gegentore gegen den Tabellenzweiten nach knapp 24 Minuten, gibt Schlimmeres. Ich glaube, das sieht Birger genauso, aber man hat gerade gesehen auf Banskos Seite, wie eminent er auf seine Mannschaft eingeredet hat. Und wir haben das hier schon öfter gelebt, dass eine Auszeit einer Mannschaft zum Vorteil der anderen Mannschaft geendet hat. Und der Gefahr läuft Güstrow natürlich jetzt auch, wo man gerade das Abwehrsystem verändert hatte. Ja, ja, also ich kenne das jetzt auch. In der Saison hat mir auch der ein oder andere gegnerische Trainer mal den Gefallen getan, in der schwierigen Phase für unsere Mannschaft, uns eine Auszeit zu geben, weil ich meine vielleicht schon gar nicht mehr hatte. Klar, es ist immer eine Gefahr, kann zum Vorteil sein, weil du deine Mannschaft einstellen kannst, aber es kann zum Nachteil sein, weil sich die Mannschaft auch
gerade weil man in Güstrow ohne Auszeit etwas verändert hat, dass die andere Mannschaft sich darauf einstellen kann. Sag mal, wir sehen, dass jetzt auch Guido Kröger das macht, was vorher Förster gegen Klütermann gemacht hat, nämlich etwas offensiver rausstehen, um ihm da ein bisschen die Möglichkeiten zu nehmen. Und jetzt gibt es erstmal die gelbe Karte gegen Guido Kröger. Naja, der Förster kam ihm halt zweimal da über die Position zum Wurf, wo Guido relativ weit defensiv stand. Ich denke, dass es ihm halt auch vielleicht Birger in Auszeit gesagt hat, dass er da früher raufgehen muss, ihm halt auf Kontakt gehen muss. Man sieht jetzt auch, dass man den Kreisläufer da stellt, um ihm halt auch einen Vorteil für ihn zu verschaffen. So wie jetzt hier, Förster Stoß konsequent auf die Lücke, jetzt kriegt Guido die 2 Minuten noch hinterher. Wegen Trikotziehens, man hat es gesehen. Ja, passiert. Männerspiel gehört das eigentlich mit dazu, dass man auch mal ein bisschen am Trikot mithängt. Dann Andreas Nowatzki mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel zum 10:6. Ja, man hat das gesehen. Also Guido zwischen Deckungsspieler 2 und 3 stand der Kreisläufer. Guido ist mit seinem Halben beschäftigt. Der andere im Block hilft noch beim Kreisläufer mit aus. Jetzt war es so, dass das Förster draufgeschossen ist und eben halt Guido mitgebunden hat und dadurch auch das Anspiel zum Kreisläufer möglich war. Und wenn man dann eben halt hinten dran hängt, kommt es eben halt zu so einer unglücklichen Situation, wo es denn eine Zeitstrafe hinterher zieht. Das Kreuz der beiden halben Spieler und der Pass nach außen auf Seider, der eigentlich Mittelspieler ist. Und es gibt wieder Freiwurf und es gibt auch gelbe Karte gegen Paul Gotatowski, Entschuldigung, wegen Reklamierens, würde ich aber sagen. Aber jetzt hat man schön das Kreuz gesehen der beiden Heimspieler, um da Lücken zu schaffen, weil wir haben ja jetzt Unterzahl Bartos Kolec, dürfen wir nicht vergessen. Ja, man spielt jetzt ohne Kreisläufer, man hat jetzt Christian Glatt rausgenommen, versucht ja viel mit Einläufer zu arbeiten, das muss auch eine Zeitstrafe geben, wieder im Wurfarm. Da gibt es sie, das ist unglücklich. Also muss er einfach wegbleiben. Ja, 2 Minuten gegen Frank Stölken. Jetzt haben wir viel Platz auf dem Spielfeld, 5 gegen 5. Wenn wir auch viele Kreuzbewegungen sehen von Daniel, von Marius und von Lars. Man ist gut dran beraten, die Außen jetzt weit rauszustellen. Das macht Marco, Henrik macht es auch, um ihm halt zusätzliche Räume zu geben. Da war es kurz mal angedeutet von Lars, der Pass nach außen ist da. Und der Wurf war an den Pfosten. Aber hat man eben schön nochmal gesehen, Lars spielt den Ball nach außen, gibt so die Möglichkeit, zeigt Güstrow, ihr müsst weiter außen stehen, weil sonst macht man außen den Wurf. Und Marco, das ist glaube ich auch in der Oberliga schon angekommen, sicher von außen. Und jetzt gibt es die Auszeit genommen vom Bürger Frind. Ja, er stellt jetzt nochmal für die Auszeit oder für die Unterzahl, beziehungsweise nach jetzt Gleichzahl und dann gleich für die Überzahl wieder. Und so wollte ich sagen, nochmal die Mannschaft drauf ein. Sie werden dann sicherlich nochmal die Auslöserhandlung für die Überzahl spielen. Nochmal, dass man in den letzten 4 Minuten 10 dann in den verbleibenden Zeiten in der Abwehr nicht mehr so viel zulässt. Und vorne, man muss jetzt wieder konzentrierter arbeiten. Das ist jetzt so, Güstrow kommt Schritt für Schritt dran, weil Bansko nicht mehr so trifft. Die einfachen Tore landen jetzt eher am Pfosten, die Würfe davon. Beziehungsweise so Marius, wo er auch noch den Freiwurf bekommen hat, lässt auch die Situation aus. Er hat einen großen Winkel, wirft den Torwart an. Das muss man jetzt konsequenter umsetzen, weil sonst wird das Spiel nochmal richtig spannend. Das ist sowieso noch nicht entschieden, aber man kann jetzt ein kleines Torepolster für die Halbzeit aufbauen und das sollte man jetzt auch nutzen. Ja, man sagt natürlich, wie du vorhin sagtest, nach 25 Minuten 6 Gegentore vom Zweiten kann man nicht meckern, aber 4 Tore Vorsprung ist im Handball nichts. Das ist 5 Minuten vor Schluss, 3 Minuten vor Schluss, auch noch nichts. Wir haben unser letztes Spiel mit meiner Mannschaft gegen Pädagogik Rostock, da lagen wir 5 Minuten vor Schluss 20:17 hinten und wir gewinnen noch mit 2 Toren, 22:20. Da ist nichts entschieden. Ja, die Zuschauer sind jetzt auch da, unterstützen ihre Mannschaft und da war im Kreis getreten, deswegen das Tor von Klütermann nicht gewertet. Und jetzt Bansko wieder komplett. Gleich ein zweiter Kreis mit Christian Klatt. Und da ist die Lücke und Klütermann mit dem Auge auf Wach. Und es gibt 7 Meter.
Abwehr durch den Kreis, mehr ist es nicht. Hat man auch Glück dabei, dass die Schiedsrichter ihn dort geben, weil Daniel kommt relativ frei zum Wurf, aber gut gemacht. Lücke konsequent gestoßen, mit Überzahl hervorgerufen. Wenn Daniel jetzt noch weitergespielt hätte, wäre Hendrik spätestens knochenfrei gewesen. Ja, jetzt aber wieder Hendrik Zapp und dann wollen wir mal gucken, was er diesmal für uns parat hat. Knochen trocken, drin, 11-6. Ja, einfacher Wurf von Hendrik. Das ist die Frage, du sagst, du sitzt hier als Zuschauer, als Fußgänger entschieden. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Marius Seider, weil er da zu übermütig zum Ball will. Ja, ich meine, die Aktion von Marius war gar nicht so unklug, den Schiedsrichter darauf aufmerksam zu machen, dass der Güstrow-Spieler den Ball noch nicht freigegeben hat. Normalerweise müssen beide runter. Marius hat das provoziert und der andere hat sich freigegeben. Ja, nun sind die Schiedsrichter auf die Provokation nur eingegangen, weniger auf das unsportliche Verhalten des Güstrow-Spielers. Muss man mit leben, jetzt spielt man wieder in Unterzahl, bringt sich selber in Nachteil. Manndeckung gegen Lars Gütermann, hat man auch die Saison gesehen. Muss nicht unbedingt immer zum Nachteil für die Jungs aus Bansko sein. Ja, vor allen Dingen, weil du sagtest, Daniel Bach heute viel erfolgreicher. Und das ist der Treffer. Nummer 6 von Daniel Bach, 12-6. Ja, man hat jetzt ihn da gesehen. Es hat sich mehr Freiraum durch geboten. Anderes probates Mittel ist einfach nochmal Lars frei zu sperren, dass er zur Mitte kommen kann und dann selber zu werfen. Und mal gucken, was sie ihm halt im nächsten Angriff daraus machen. So, jetzt für mich als Laien sagt man, ja okay, Klüdermann ist kein schlechter Spieler, aber Wach macht eben sein 6. Tor. Klüdermann hat bloß 2 und der war jetzt drin. Es gibt auch Gelb gegen Hendrik Strauß. Gegen Hendrik Strauß. Und das 12-7. Ja gut, eine Strafe, die ich nicht so zwingend verstehen kann. Jetzt sieht man, Hendrik kommt auf die Mitte, Kreisläufer mit Christian Glack geht auf Außen. Jetzt nimmt man ihm dann auch Daniel kurz. Man versucht jetzt, ihm da denke ich mal einen Einläufer mit Christian zu arbeiten, Daniel frei zu sperren. Da kommt Christian als Einläufer. Jetzt versucht man zu stellen. Und da kriegt er den Schubs und trotzdem ist er erfolgreich. Er gelingt fast alles bei Daniel Bach heute. 13-7. 7. Treffer für Banskos Nummer 14. Das ist das Gute, dass man eben halt auf beiden Halbpositionen gleich stark besetzt ist. Und egal wen man rausnimmt, man tut sich keinen Gefallen damit, weil es gibt immer noch einen zweiten, der dann eben halt in der Lage ist zu treffen. Man hat jetzt, man sieht jetzt hier offensive Deckungssystem bei Bansko gegen die Mitte und gegen